Hallihallo, Freunde, und willkommen bei der Abwrackprämie Teil 2. Wir haben hier erstens noch schon etwas später am Abend ein paar Sprechprobleme, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Und wir sind jetzt bereits auf Stufe 2 gelandet, in der letzten Folge schon. Und wollten heute mal schauen, was es noch weiter gibt. Ich sehe gerade hier im Lager, dass ich nichts großartig... Doch, ich habe eine Stoßstange bekommen. Richtet bei Kollision erhöhten Schaden an. Die werden vorne wir jetzt... Vorne natürlich, wo will ich denn die sonst hinsetzen? So, zack. Gib ihn... Gib mir die Kirsche. Lager, was haben wir hier noch? Kleine Strebe, eingeschmolzene Schwellerteile, die in eine praktische Form gegossen wurden. Erhöht die Strukturpunkte des Fahrzeugs um 5. Und die Streben können wir ja noch ein bisschen hier irgendwo... Also wie gesagt, du hast eine bestimmte Anzahl an Bauteilen, die du verwenden kannst. Ja, ja. Zu Anfang, aber ich je höher dein Level ist, desto größer werden die. Ja. Oder höher. Ich merke gerade, wie kann ich das dann immer hier so einfach anbauen? Das sieht schon mal nicht schlecht aus, sieht aus wie eine Einstiegshilfe. Wie komme ich denn wieder ins Lager, wenn ich im Baumenü bin? Tab. Einfach Tab drücken. Da steht's ja auch. Auf die Liste. Nee, ist okay, ich hab's gerade gesehen. Sprühdose kann zum Einfärben der meisten Teile verwendet werden. Was haben wir hier? Van-Seite. Ein Stück Metall, das aus einem Van herausgenommen wurde. Eine Van-Seite. Was kann man damit machen? Kann man das noch? Warte mal. Kannst du an deine Fahrerkabine heften. Dann kriegst du A, für dein Fahrzeug ein paar Strukturpunkte mehr. Und B, wenn dich einer... Wohin heften? An die Fahrerkabine. Du hast ja die Guerilla-Fahrerkabine. Ja, ja, ja. Aber wo hack ich denn die hin? Ist egal. Irgendwo. So. Das ist ja dein Auto, musst du ja anpassen. Das sieht ja ein bisschen kosmischer, ein bisschen komisch aus, aber naja, okay, gut. Passt schon. Tab, was haben wir noch? Noch eine Van-Seite. Noch eine. Damit kann ich eigentlich mal. Also die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, für das Baumenü ist sowieso ziemlich kurios. So. Das passen alle nicht. Das maximal Erfolg wird mit erreichen einer Repetition von 3 in der Ingenieursfraktion. Kann ich das jetzt nicht mehr dran bauen? Nein. Dann hast du schon die maximale Anzahl oh, 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 an. Oh, oh, oh. Hab ich schon wieder das Fahrgestell weggebaut. Würde ich nicht. So. Das ist ja jetzt schon wieder ein bisschen doof. Ich wollte das hier so schön zumachen. Schieß. Gut, okay, ja, ich sehe gerade Bauteile 20 von 20. Naja, gut, dann belassen wir es dabei. Wir könnten höchstens noch hier. Naja. Hier noch ein bisschen. Aha, fein. So. Ich könnte mir noch einen Benzintank einpacken. Der Queenie. Ich bin's, der Queenie. Und ich bin auch schon ready. Aber ich bin trotzdem noch so schlecht. 1193, da muss ich doch mal irgendwas noch ändern können. Welches Level? Level 2 bist du jetzt, ne? Ja, genau. Echt, ja. Das müsste doch im Prinzip Galerie, so Quark brauche ich gar nicht. Markt. Auch nicht, ob ich irgendwas einkaufen. Ich mag das nicht. Du musst Level 7, mindestens Level 7. Ingenieurs Level 2. Und damit kann ich aber irgendwie noch nichts anfangen, so wie es aussieht. Ab Level 3 kann ich neue Blaupause für einen LKW. Ja, du musst, ab Level 4 kannst du diese Mission, hol dir die Schrotflinten und so weiter, alles freischalten. Da kannst du dir denn Fahrerkabinen, Waffen, Reifen, ja, ja, und ja, so weiter, ja, kriegst du da. Ab Level 7 steht's hier doch. Hier steht Level 7. Erfolg ja, Level 7 bei Konstruktion. Das ist das letzte. Nee, achso, du bist in der Fraktion drin, ne? In Konstruktion. Ja, bei Engine. Ich meine jetzt in der Garage. Wie kann ich die Fraktion überhaupt ändern? Das funktioniert ab Level, wenn du Engineers auf Level... Ich seh's gerade. Ja, ich hab's gerade gesehen, ich brauche auf Level 10 und dann kann ich mir eine aussuchen. Ja, du kannst die Lunatics aussuchen, die Nomads oder die Scavengers? Lunatics steht hier, Nomads, Nomads, also Lunatics?
Nomads? Ja, Scavengers, Steppenwölfe geht erst, wenn du bei Scavenger Jevidated bist und Dawn ja. Children, dann nur wenn du bei Nomads. Okay, dann werde ich wahrscheinlich dann muss ich zu den Scavengers gehen. Damit ich dann Steppenwölfen kann, weil die finde ich cool. Achso, dir. Also, die haben alle ihre eigenen Fahrzeugbauten. Ja, das kann ich mir schon. Da muss ich mich mal. Entschuldigung. So, muss ich mich dann später mal ein bisschen mit. Beschäftigen, genau. Ja, jetzt muss man erstmal ein bisschen hier rumgondeln. Du musst leider immer noch Training fahren, weil du musst mindestens Level 4 sein, damit wir. Ja, Mappe ist ja auch ganz Mission gut so. Also, ich mal gucke, was ich hier so für. Mein Auto ist ja auch noch dünne. Im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugen, die da rumgondeln. Das ist ja schlimm. Neutrale Basis wieder? Ja. Ich hab dicke Reifen jetzt drauf. Du bist ganz rot! Du bist ganz grün. Ja, vor Neid. Bist du der Hulk? Ja, gleich. Achso, Leertaste ist übrigens Handbremse. Das ist mir schon aufgefallen. Hast du meine dicken Reifen angeguckt? Naja, Mann, was für. Das sind ganz schöne Bäm, die da drauf ist. Aua, ich werde angeschossen. Guck mal, was hat denn der hier links? Ja, das war eine kleine Donut-Maschine hinten drauf hätte. Achso, das ist ein Radar. Damit kannst du Gegner ein bisschen früher spotten. Wow. Er hat jetzt umgeschmissen. Toll. Er hat Wagen wieder drin. Du hast einen drin? Nein. Ich hab keinen drin. Aber wenn du keinen Wagen hier hast, kannst du anderen Spielern trotzdem helfen. Hab ich gerade gesehen. Die beiden hatten gerade Wagenheber dabei, deshalb. Gegner zerstören. Ey, Karamba. Nein! Ah, Mann! So, der eine ist abgestürzt, der ist auch abgestürzt. Nein! Ich habe jetzt zum Beispiel auch so einen kleinen Bohrer vorne dran, mit dem kann ich auch permanent nachschauen. Kannst du mir mal kurz helfen? Ich liege hier so ein bisschen. Ja, verleg den hier bloß noch schnell. 16, 15, 14. Ich kann auch gleich meinen. Der George könnte mir ja helfen, notfalls. Aber vielleicht hat er auch seinen Wagenheber benutzt und hilft nee, mir. Nee, das ist egal. Für Teammates brauchst du keinen Wagenheber. Hätte er ja. Toll! Super! Gewonnen! Errungenschaft freigeschalten! Mit 1! Oh. Lifter! Ich habe einen geholfen wieder aufzurichten. Wow! Okay. MVP! Bleibt mal gleich drin, ne? Ich habe natürlich nicht viel erhalten. 181 Punkte gerade, ne? 1938. Das ist schön. Warum, sind wir, okay, ich wollte gerade sagen, warum sind wir jetzt wieder zurückgerutscht? Wenn wir zu lange in den Alter, Spiel sind, denn 3008. Ja, weil wir hier auch einen mit bei haben, der hatten. Komm, du rotes Gerät, auf, hä? Ey, hast du schon, guck dir mal die Karten an! Was ist denn das, ey? Meine Kiste war ja wohl vorhin ein bisschen stranger, oder? Ja, aber die sieht ja voll. Ach, guck mal, der hat einen Kiel. Ja. Nee, der hat. Kielpad dabei, oder was? Nachher kannst du dir auch noch Flugelhecke bauen. Du kriegst dann so eine Icarus-Triebwerke, mit denen du umherfliegen kannst. Au. Hast mal draufkloppen mit allem, was du hast. Alter! Doch, so eine hässliche Aua! Wo schießt denn hier ständig einer von da hinten? Warum immer auf die Kleen? Oh. Piss dich da hinten! Ich habe auch noch einen MG. I'm lucky. Die eine zur Hilfe. Gar nichts mehr. Tschüss, Alter. Ja,
Das ist, glaube ich, der 3000er, ey. Boah, der steht da. Ich hab mich das gecheckt hab, dass der da hinten die ganze Zeit auf mich snipert. Wow. Hab ich den Bohrer rangemacht, jetzt krieg ich die ganzen Runden MVP. Alter, viel, so wenig Punkte, 75. Das ist so lächerlich. Oh Mann. Was ist das für eine blöde Mission hier? Ah, das war ja auch. Pff, guck das an. Oh, schlecht. Halt dich mal ein bisschen an mich. Auch das, noch. Bisschen was. Auch das noch. Jetzt bin ich erst recht so verloren. 1800 einer im Gegnerteam. Da ist gerade wieder einer raus, jetzt ist er wieder rein, okay. Das sind laut neue andere Spieler. Komm mit. So, wo war jetzt Gruppen? H. Lol. Ach so, jeder Fahrerkabine hat auch seinen eigenen. Oh ne, doch nicht Huhu. Ah, ich dachte, der hüpft da mal eine Runde, aber nein. Nee, so gut sind ist die Engine leider auch. Boah, kommen Sie mal mit! Ja, ich bin's auf dem Weg. Ich bin's auf dem Weg? Was denn jetzt, Schnipperboy hier von hier oben? Was? Okay, alles gut. Hast du gerade ein Tempo gemacht? Ah, du scheiß Lacken. Jetzt blockt er mich schon wieder, ey. Mann, kann der Weg auch mal entscheiden? Abschusshilfe. Ja, ich hab dich gehört. Haben wir nur noch Adam? Wo ist Adam? Halten. Auf der Minimap sind so eine roten Punkte. Oder rote Pfeile, je nachdem. Ja, lass mal gucken, dass ich anständig fahre. Wow, mehr Punkte erhalten als vorhin und obwohl ich nichts gemacht habe. Läuft. Wie wir sehen, immer noch letzter. Ja. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Naja, man muss halt auch erstmal, ne, man muss erstmal reinkommen, so ist es nicht. Also, VOT habe ich am ersten Tag auch nicht gleich kapiert. Nee, ist das? Kann man das schießen? Auch. Oh, das war nein. Nee, also so schlimm war es nicht, aber. Ja, aber das ist halt, wenn man immer ein neues Spiel spielt, ne? Wir kennen das ja alle. Jeder Anfang ist schwer. Genau. Oder alle Anfang ist schwer. Achso, kleiner Tipp. Umso mehr Reifen du anbaust, umso weniger höher verlierst du. Nee, umso höher verringert sich die Antriebsgeschwindigkeit der Fahrer. Alter, was ist denn hier los? Schieb den doch mal in die Gegend, Jungs. Ich bin schon fast tot. Oh, schon wieder ein VP. War's schon wieder. Aber ich finde es schön, dass die Runden so schnell gehen. Ja, das stimmt. Also da hast du wirklich in einer Folge, nicht wie bei WoT, in einer Folge vielleicht zwei Runden drin? Nee, im Gegenteil, da hast du ja, also wenn es so schnell geht, so richtig fast 10 Runden drin, ne? Action und vielleicht 10 Runden drin, wo du richtig. Ja, aber ich gebe den Tipp, das ändert sich nachher mit der höheren PS-Zahl. Ach, verdammt. Weil so mehr Bauteile du hast, umso mehr HP haben die Fahrzeuge und so weiter und so fort. Ja, na okay, gut, das ist ja verständlich, aber du machst ja auch mehr Damage. Ja, aber es gibt auch mehr Teile, die den Damage einfach fressen. Und ach so, ja, gut, okay. HP-Loss gehen. Deshalb ja, das stimmt diese, auch. Diese ganzen Tricks und Kniffe da. Ja. Mit den Bannseiten und so weiter. Die haben ihre eigenen Strukturpunkte und die absorbieren sie dann. Ich hab gar nicht auf mich geschossen.
Auto ist schon wieder so. Ja, fändlich ist das nützlich, ne? Ja, das ist das Problem, wenn man bloß noch einen Lenkrad hat. Stopp doch mal, ich werde ihm mal sein Lenkrad abschießen, seinen Reifen. Die haben mir eine Kanone abgeschossen. Ups. Hoppala. Bisschen aufgebockt hier beim letzten. Ich hab zerstört. Wo ist Nein. Anna? Ich hab ein paar Camp-Punkte gesammelt. Wenn ich's noch schaffe. Captain dauert auch nicht so lange. Au. Ist gar nicht so einfach mit drei Reifen zu fahren. Nee. Nachher, wenn du. Wenn man sich so ein Flugzeug bauen sollte. Was man größtenteils. Wow, was? Hab ich das gerade nicht gelesen? Ich bin MVP. Ja, bist du. Alter Finne! Weil zerstört eine Hilfe 2371. Wie hab ich das denn geschafft? Warte. Thumbnail. Klick. Schön, kann man mal so machen. Wir noch nicht mal angefangen und gleich MVP. muss man erstmal können. Native. Jetzt kommen gleich die ganzen Kommentare unten drunter. Du Lappen, das hab ich im ersten Gefecht gemacht. Nee, das schafft man nicht. Kannst du nicht. Nee, also ja, wenn du das erste Mal noch nie gespielt hast. Wenn du es schon mal gespielt hast, dann vielleicht ja. Ja, vor allen Dingen, ich hab den geilen Vorteil, ich hab schon Bohrer dran. Ich kann die Leute rammen und die kriegen instant. Ja, ja. Damage und zweitens kriegen die dennoch permanent Damage. Weil das Ding ist so ein. Drehkreise, der macht halt immer Damage, sofern du kollidierst. Ja, sofern der mit ihm kollidiert oder in Verbindung ist. Deshalb immer mit dem Scheißding auf Fahrerkabine gehen. Wenn die Fahrerkabine weg ist, dann ist der Fahrzeug auch am Arsch. Boah, die haben eingeschickt. Fokus Feuer! Nice! Fokus Feuer! Hinter uns! Oh fuck! Warst du das gerade? Ja. Punkte an, der noch sterbe nicht mal. Du auch, stirb. Jawohl. Und nächsten. Bam. Wo ist Alec? Alec, komm raus. Da wurde, glaube ich, noch gar nicht gespottet. Doch, da. Nein! Da wollte er wieder übertreiben. Alec will sich retten, er will über die. Alter. Boom! MVP! Second wow in a time. The second in a wow. Was habe ich noch gekriegt? Abreiser hat seinen Gegner um 50 Bauteile abgeschlossen. Abgeschossen. Das funktioniert mit diesen großen Geschützen am besten, weil du halt. Ah, das stimmt, da kannst du ja reinruppen ohne Ende. Ja, aber die Zielkreise sind dementsprechend auch groß, also große Empfehlung sollte man denn meiden, so Mittelstrecke bis kurz. Ja, so letzte Runde. Schon wieder? Ja, es geht fix, ne? Also ich hätte es auch nicht gedacht, aber es geht ziemlich fix. Ja, wir haben am Anfang noch ein bisschen gequatscht in der Garage, das hat viel ausgemacht. Alle zum Birmingham. Ich habe einen gerade so ein bisschen angeschubst. Er rechts rum in die Wand. Bums. Alter. Scheiße. Oh, der hat. Oh. Ja. Oh. Aber nein. Der hat den Generator eins drauf. Der ist gerade explodiert bei ihm. Ja, auch. Also MVP kann ich mir schon mal abschminken.
Au. Tschüss. Da oben. Ja, ich hatte auch nur noch eine Kanone am Ende, aber ich habe den wenigstens noch hier zum Stillstand gebracht, weil er so eine fette Ram-Machine vorne drauf hat. So, wo ist Alex? Hier hinten. Hier. Wo ist denn der letzte? Alexis, der ist gleich tot. Da vorne, hör da. Ach da. Jawohl, du kannst noch mal ein bisschen Damage mit reinkloppen da in den Boots. Und jetzt, gib ihn! Ah! Stirb! Hammerhart. Richter an Spielerfahrzeugen, 10.000 Geschützschaden. Ich habe einen Scharfschütze bekommen. MVP. Und Helfer. Ging, damit dass ich nach einer Minute gleich keine Reifen mehr hatte, ging es eigentlich ganz gut. Ein bisschen Damage. So, wunderbar. Dann sind wir jetzt schon wieder am Ende angelangt. Trainingssieg. Da haben wir ein bisschen Punkte gekriegt. Schauen wir mal ins Lager. Eine Van-Seite immer noch. Also ein bisschen Metallschrott. Wir können hier Fusion. Will ich jetzt nicht. Wir können bei Fraktionen Engineers habe ich jetzt gerade vorhin entdeckt. Wir könnten jetzt noch so eine geile fette Hammerkanone bauen. So eine Cord, ne? Ja, konstruieren. Zack. 5 Sekunden, das heißt, das Ding ist gleich geschickt. Gleich fertig. Du hättest ja. Ach nee, hättest du noch nicht. Ich wollte gerade sagen, du hättest ja auch eine Schrotflinte gleich bauen können. Nee, ich glaube nicht. Lager. Nee, Lager. Hier ist er, die große Cord. So, jetzt die Frage: Kann ich das einfach so dran bauen oder muss ich vorher noch was abbauen? Du musst eventuell das alte Geschütz abnehmen, die HMC? SM Hornet. Musst du wahrscheinlich abnehmen. Ja, ich sehe schon. Weil ansonsten hast du nicht genug Energie. Die SM Hornet, genau. Also eine SM Hornet muss ich auf jeden Fall abbauen. So, dann bauen wir eine Cord dran. Batz! Und dann wird's lustiger. Guck mal, was macht der Schaden? 2. Ja. Kadenz. Bleibt gleich. Es ist nur der Schaden und die Hitzetoleranz, die ein bisschen. Naja, ein bisschen Struktur mehr hat er auch. Na gut, aber da wissen wir nichts Bescheid. Da haben wir das schon mal. Kann ich den anderen jetzt verschrotten? Die SM kannst du leider nicht verschrotten, weil das sind die Standardteile. Wagenheber kann ich verschrotten, ich gerade mal verkaufen. Sogar. Dem würde, solltest du verkaufen, dann kommst du langsam an Geld. Langsam ist gut. 0,03. Aber ja. Aber haben oder nicht haben. Habe ich jetzt verkauft. Oh, und gleich verkaufe ich einen Güter auf dem Markt. Ich habe gleich Errungenschaft freigeschalten und Opportunist Gegenwert von 1. Die Van-Seite kann ich nicht verkaufen, die Farbe allerdings auch nicht. Der Rest bleibt da alles so. Das ist, ich habe ja noch ein paar Fahrgestelle, das ist auch nicht so schlimm. Der Rest passt so an sich. Garage, alles klar. Gut, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Euer Rosi und euer Alex. Also bis zum nächsten Runde Crossout. Genau, see ya. Like the shit.
Jeder.